Robocop Rogue City ist ein spielbarer Liebesbrief an die Filme. Hallo an alle Menschen auf den Straßen von Old Detroit. Hier ist Hagen Geritz von Gamers Global mit dem Test zu Robocop Rogue City. Nach Terminator Resistance hat das Studio Taeon nun den nächsten Kinoklassiker zum Ego-Shooter umgebaut. Alex Murphy muss sich in der Kampagne mit dem sogenannten Neuling befassen, der die Unterwelt in Detroit in helle Aufregung versetzt. Gleichzeitig hat Robocop auch mit Fehlfunktionen zu kämpfen, wegen denen werden ihm auch Sitzungen mit einer Psychologin verordnet. Das bringt uns gleich zu einer der großen Stärken von Robocop Rogue City. Das Team ist erneut erkennbar mit viel Respekt vor der Vorlage zu Werk gegangen und hat einige interessante Ideen eingeflochten. Etwa schön surreale Szenen aus der Perspektive des Protagonisten, wenn seine Glitches auftreten. Die blutigen Gewaltspitzen sind ein eindrücklicher Teil der Streifen und entsprechend ruppig geht es auch in den Schießereien zur Sache, wenn die Kugeln eurer Orthonine ihr Ziel finden. Die übertriebenen Bluteffekte funktionieren wunderbar als Trefferfeedback, aber noch darüber hinaus legt es Taeon auf Spektakel an. Mein lautes Boah blieb nicht aus, als ich das erste Mal einem Creep aus nächster Nähe fast den ganzen Schädel von den Schultern pustete und dazu noch rote Bröckchen von der Decke tropften. Weniger drastisch, aber richtig schön 80er-mäßig ist, wie theatralisch besiegte Gegner neben Geländern in die Tiefe stürzen. Auch die Umgebung könnt ihr zerlegen, zwar recht selektiv, aber immer wieder gibt es Räume, in denen sehr viele Objekte im Schusswechsel zerbröseln. Dazu könnt ihr Gegner und schwere Gegenstände werfen. Besonders schön ist es natürlich, wenn besagte Gegenstände beim Aufprall explodieren. In sehr zerstörbaren Kulissen stieg in Kombination mit der Zeitlupenfähigkeit manch wohlige Erinnerung an 4 auf. Doch spielerisch ist der Ego-Shooter weit von der Klasse eines 4 entfernt. Das fängt bei der Doofheit der KI an. Die wird immerhin augenzwinkernd innerhalb des Spiels damit erklärt, dass viele eurer Widersacher bis in die Haarspitzen voll mit der Droge Nuke sind. In der ersten Mission fand ich das Säubern von Raum zu Raum schon regelrecht langweilig. Doch mit verdienten Erfahrungspunkten schaltet ihr im Skilltree Fähigkeiten wie die erwähnte Zeitlupe, eine Schockwelle oder einen RAM-Angriff frei, was euch mehr Möglichkeiten eröffnet. Es gibt sogar ein motivierendes Schaltkreis-Minispiel, um eure Waffen gezielt zu verbessern, was für mich die Time to Kill auf ein flotteres Niveau senkte. Gemeinsam mit einer moderat wachsenden Zahl an Gegnertypen entsteht so doch ein brachialer Flow im dumpfen Ballerspaß. Rogue City bleibt nämlich dennoch eine eindimensionale Schießbude, die zwischen den Stühlen sitzt. Es fehlen die Geschwindigkeit und der Chaosfaktor vieler Boomer-Shooter, das würde auch nicht zu Robocop passen, nein, der steuert sich hier genau im richtigen Maß behäbig. Aber diesem Tempo hätte mehr Taktik gut zu Gesicht gestanden, um die Gefechte interessanter zu machen. Daher ist es für mich durchaus ein Pluspunkt, dass auch mal längere Zeit gar nicht geschossen wird. Bei der Erkundung offener Zonen trefft ihr auf dem Weg zum Hauptziel immer wieder NPCs, die Nebenmissionen für euch haben. Mal stolpert ihr über kleine Ordnungswidrigkeiten und müsst per Dialogentscheidung bestimmen, wie streng ihr gegen die Missetäter vorgeht, was beeinflusst, wie die Bevölkerung zu Robocop steht. The music is too loud. My sound sensor measures 126 decibels. You are damaging your ears as we speak. Oh man, don't talk to me like that. An anderer Stelle untersucht ihr Verbrechen, indem ihr mit eurem Scanner Hotspots abklappert und löst so unter anderem Mordfälle. Gewisse Verstecke, die lassen sich aber nur mit den richtigen Werten im Skilltree öffnen und ebenso lassen sich ohne die richtige Skillstufe optionale Spuren nicht analysieren. Allgemein könnt ihr aber sonst bei der Ermittlung nichts falsch machen. Manchmal gibt es aber dann doch diese Fälle, wo ich 3-4 Mal in einem Objekt vorbeilaufe, was dann halt trotz grüner Markierung nicht sofort ins Auge sticht und das ist natürlich genau das, was ich scannen muss, damit es weitergeht. Auch ohne spielerischen Anspruch hatte ich viel Spaß an diesen adventureartigen Nebenaufgaben und das liegt an dem narrativen Design. Die Fälle sind nicht weltbewegend, kommen aber in einem guten Tempo vorwärts und auf dem Weg zur nächsten Station einer Quest findet ihr im genau richtigen Maß noch weitere Nebenaufgaben.
Vor allem aber haben mich die Dialoge oft zum Lachen gebracht. So manche Quest hält einen netten kleinen Twist bereit, doch so gut wie immer trefft ihr auf schräge Figuren. Die Absurditäten und das Überzeichnete der Vorlage werden hier teils urkomisch umgesetzt. Dazu findet ihr besonders im Polizeipräsidium einige Nebenaufgaben, die Murphys Kollegen Kolorit geben. Grafisch ist Rogue City anzusehen, dass Theon in Sachen Personal und Budget nicht die größten Kapazitäten hat, aber stellenweise sind Szenen in der Unreal Engine 5 Grafik schön. Besonders die nächtlichen Straßen mit Software-Raytracing-Spiegelung in den vielen Pfützen. Die von mir getestete PS5-Fassung hat aber zwei große Mankos. Zum einen lenkte mich eine technische Macke in den sonst so feinen Dialogen ab. Bei jedem Schnitt auf den anderen Gesprächspartner ist kurz Pixelmatt statt der Figuren zu sehen. Wesentlich deutlicher im Qualitätsmodus, aber selbst im Performance-Modus kommt das noch vor. Noch Ärger für den Spielspaß ist die suboptimale Controllersteuerung. Egal wie ich die Sensibilität anpasste, das Ziehen fühlte sich fummelig an. Das scheint mir an der Beschleunigung bei der Kamerabewegung zu liegen, die sich in den Optionen nicht einstellen lässt. Die besitzt nur wenig Spielraum zwischen dem trägen Start und der schnellen Drehung. Das fühlte sich auch beim Feinjustieren nicht gut an und in Robocop bringen Kopftreffer klare Vorteile im Kampf. Abhilfe schafft der Scanner, der ein Auto-Aim auf den nächsten Gegner aktiviert, aber auch das kann tückisch sein. Der Scanner folgt nämlich der Bewegung des Gegners nur während des Reinzooms. Ist der Zoom fertig und der Gegner läuft weiter, verliert er ihn wieder aus dem Fokus. Damit komme ich zu meinem Fazit. Anders als viele aus der Gamers Global Community war ich ganz und gar kein Fan von Terminator Resistance. Auch diesem vorigen Werk von Theon mangelte es nicht an Liebe für die Vorlage, aber das Ballern machte mir nur in wenigen Abschnitten mit Skriptsequenzen Spaß. Die offenen Abschnitte da fand ich sterbenslangweilig. Rogue City macht da für mich in vielerlei Hinsicht einen großen Sprung nach vorn. Das Ballern ist stumpf, wird aber nach dem rudimentären Start unterhaltsam und Albernheiten wie das Rector-System, die fügen sich doch charmant in die trashige Seite von Robocop. Die Nebenquests mit ihren Adventure-Elementen haben auch mechanisch wenig zu bieten, sind aber spaßig geschrieben. Loben möchte ich auch, dass Theon nicht nur am oberflächlichen Fanservice festklebt. Natürlich sprühen die Funken, wenn Murphy den Polizeiwagen aus der Garage fährt, und wo Animation und Mimik sonst allgemein sehr hemdsärmelig wirken, sind die Animationen von Robocop selbst in den Zwischensequenzen absolut auf Linie mit den Filmen. Aber auch über diese Nachahmung hinaus fängt die Robocop-Versoftung die Stimmung und Themen der Vorlage ein. Nicht nur die Glitch-Halluzinationen und Dialoge sprechen Murphys Mensch-Maschine-Zerrissenheit direkt an, sondern auch kleine Szenen, in denen sein Programm ihm im Weg steht. Und bei gewissen Story-Momenten zeigt Theon durchaus Mut. Der erste Auftritt des Neulings hinterlässt definitiv Eindruck. Viel Tiefsinn sollte man deshalb nicht erwarten, aber wer den Film etwas abgewinnen kann, wird in puncto Vorlagentreue sehr zufrieden sein und seine Freude mit den liebevollen Details haben. Da mich die Mängel bei der Technik und vor allem der Steuerung immer wieder störten, ist meine persönliche Wertung für die PS5-Version eine 6.5 von 10. Diesen Test gibt es auch als Text auf gamersglobal.de. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Right. Right.